Hier kommt unser Essen. Super. Ich will als Erster nachschauen, was mich erwartet. Wow, das ist ja Rittersport. 10 von 10 Punkten. Quadratisch, praktisch, gut. Ich liebe Schokolade mit Nüssen. Ich bin mir sicher, das wird mich nicht enttäuschen. Sieht einfach richtig gut aus. Toll. Oh, gib uns auch was ab. Ich hab nichts mehr übrig, sorry. Los, Mary, du bist dran. Bloß nicht das. Bloß kein stinkender Schimmelkäse. Oh, ich kann nicht atmen. Mach schon. Tu was. Iss es. Los, Mary. Aber ich kann das nicht tun. Das sieht doch mega eklig aus. Wenn ich jetzt sterbe, dann wirst du dran schuld sein. Na komm schon, du musst dich zusammenreißen. Mach den Mund auf. Was tust du? Es gibt keinen Weg zurück. Das war's auch schon. Oh, mir ist schlecht. Igitt, das stinkt so sehr, dass ich keine Luft bekomme. Du hast recht, Monika. Mir ist auch schlecht. Ich habe mir was einfallen lassen. Die Wäscheklammer hilft total. Okay, der Gestank scheint sich ein bisschen gelegt zu haben. Mal sehen, was mich erwartet. Oh, wow, das sind ja Chips. Voll cool. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Schauen wir mal rein. Wow, Monika, da hast du ja Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Die sehen einfach perfekt aus. Ich wusste doch, dass rundes Essen mich nicht im Stich lassen würde. Moment mal, die sind ja gar nicht wirklich rund. Wobei, ich weiß, was ich da tun kann. Hä, was machst du da? Ich verstehe gar nichts. Ihr werdet's gleich sehen. Hä, wie ist das denn möglich? Das ist ein ganz einfacher Tricksack. Nein, nein, Finger weg. Diese Chips gehören mir alleine. Jetzt sind die wirklich rund. Also kann ich sie genießen. Die knuspern so schön. Was für ein Genuss. Monika, du hattest recht. Die sind wirklich köstlich. Diesmal beginnst du, Monika. Ein Kaktus? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Aber der ist doch voll stachelig. Wie soll ich den essen? Armes Ding. Pech gehabt. Aber da lässt sich nichts ändern. Überleg dir was. Oh Mann, der piekst ja total. Ich habe mir den Finger gestochen. Bist du jetzt zufrieden? Was soll ich tun? Ach so, ich habe eine Idee. Ich muss einfach die Stacheln loswerden. Oh, keine schlechte Idee, Monika. Das machst du ja gut. So, jetzt ist der Kaktus nicht mehr so furchteinflößend. Probieren wir mal. Okay, er ist zwar nicht mehr stachelig, aber ich kann nicht sagen, dass er irgendwie gut schmeckt oder so. Oh, voll eklig. Mir ist schlecht. Sorry, aber das war wirklich nicht zu ertragen. Monika, beeil dich. Ich kann dir gar nicht zuschauen. Das war's, ich bin fertig. Jetzt bist du dran, Zack. Oh wow, es ist ein Sandwich. Was für eine coole Überraschung. Ich hatte mir nämlich schon Sorgen gemacht. Oh yeah. Was könnte besser als dieses tolle quadratische Sandwich hier sein? Ich lege mir eine Serviette auf. Es wird Zeit für einen kleinen Imbiss. Ach ja, Besteck benutze ich auch noch dazu. Und jetzt das Wichtigste. Soße. Ein Sandwich ohne Ketchup ist schließlich gar nichts. Das wird schön saftig. Zack, mach schneller. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Siehst du, Monika, ich habe bereits angefangen. Ja. Mit dem Löffel zu schneiden ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Geht's dir gut? Wieso benutzt du einen Löffel statt einem Messer? Lass dir helfen. Mach schön den Mund auf. Was macht ihr? Ich wollte jeden Bissen genießen. Aber okay, es war trotzdem gut. Jetzt bist du dran, Mary. Okay. Eine
Holzwaffel. Ich glaube, ich träume. Das ist ja köstlich. Einen Moment, sorry, Mary. Aber die Eiskugeln sind rund. Also gehören die mir. Hm, wie lecker. Einfach fantastisch. Was machst du da, Monika? Schluss damit. Das ist mein Essen. Ich werde die Kugeln noch dreieckig machen. Wart's mal ab. Wow, das Eis schmilzt und nimmt die Form eines Kegels an. Genau das war auch mein Plan, Zack. Jetzt gehört alles mir. Schmeckt's dir, Mary? Das ist einfach göttlich. Das beste Essen auf der Welt. Ein Geizhals, bis mir das Eis geben können. Lass uns doch wenigstens was probieren. Sorry, aber es ist nichts mehr übrig geblieben. Nächste Runde, großartig. Wow, ein Burger. Ich habe mir nichts Besseres vorstellen können. Na, endlich mal so eine richtige Mahlzeit. Oh, ist der saftig. Ich liebe Burger. Oh, dieser saftige Belag. Wie lecker. Hey, Monika, wie isst du denn? Oh, eine Kakerlake, falls hier so dreckig ist. Moment, da werde ich mir was einfallen lassen. Hä? Was ist das denn? Eine Kakerlake, Hilfe! Schafft sie raus! Monika, könntest du bitte beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein? Sorry, Mary, aber ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich habe Angst vor Kakerlaken. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Oh yeah, Kaugummi. Was hätte besser sein können? Schaut euch diese Form an. Ein perfektes Quadrat. Zeit es zu probieren. Weg mit der Verpackung. Das war der perfekte Treffer. Voll cool, nicht wahr? Okay, du siehst jämmerlich aus. Ihr seid doch bloß neidisch. Seht ihr? Zwei Kaugummis. Beide gefangen. Sowas könnt ihr nicht. Wow, wie erstaunlich. Bravo, mir fehlen die Worte. Das war noch nicht alles. Lasst mich weitermachen. Ich werde all diese Kaugummis fangen. Ha? Voll cool, nicht wahr? Ihr habt gar nicht zugeschaut? Ihr habt richtig was verpasst. Moment, hier kommt die Kaugummiblase. Oh Mann. Ich wäre selber fast geplatzt. Moment, kurz durchatmen. Und ein zweiter Versuch. Na los. Oh Mann, ich habe ihn ausgespuckt. Okay, das war so geplant. Wie auch immer, du bist dran, Mary. Na endlich. Oh. Yeah, darauf habe ich gewartet. Nachos, die sind ja großartig. Ich liebe diese Dreiecke. Wie lecker. Das war's auch schon. Schau dir dein Gesicht an. Du hast ein dreieckiges Gesicht. Ja, schließlich habe ich ein Dreieck als Figur. Oh yeah, es gibt Pizza in dieser Runde. Was habt ihr? Ein Päckchen trockener Nudeln. Ich wollte was Besseres. Und ich habe ein Stück Erdbeertorte bekommen. Oh, wie süß. Da freue ich mich schon drauf. Ich fange auch sofort mit der Erdbeere hier an. Die ist nämlich auch dreieckig. Seht ihr das? Ja, voll toll. Komm mir nicht zu nah. Das ist meine Erdbeere. Voll lecker. Seht ihr das hier? Das bekommt ihr auch nicht. Hey, Mary, hör auf, uns zu ärgern. Zack, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hier, könnt was haben. Ach, doch nicht. Das ist nicht lustig, Mary. Da spielen wir nicht mit. Jetzt will ich die Torte probieren. Oh, ist die saftig und weich und süß und cremig. Ich liebe es. Hätte es uns was geben können. Sorry, aber ich habe leider nichts mehr übrig. Jetzt seid ihr dran. Wer ist dran? Ach ja, ich habe ja die Pizza hier. Da freue ich mich schon drauf. Moment, siehst du, das Stück ist dreieckig, also gehört es mir. Wie lecker. Mary, das ist nicht fair. Ich muss mir was einfallen lassen. Ah, ich habe eine Idee.
Die Wurststücke sind rund, also gehören die definitiv mir. Voll köstlich. Großartig. Ich liebe Salami. Gut, dass ich so viele Salamistücke auf meiner Pizza habe. Und noch ein bisschen. Okay, den Rest kannst du haben, Mary. Aber ich habe keine Lust auf Pizza ohne Salami. Nee. Vielen Dank. Ich bin satt. Jetzt bist du dran, Zack. Was wollt ihr sagen? Ach so, ihr meint wohl, dass ich meine Nudeln probieren soll. Die habe ich ja ganz vergessen. Scheint eine ganz schön große Menge zu sein. Ich probiere mal, die Packung zu öffnen. Boah, was ist denn hier passiert? Wieso ist alles explodiert? Zack, du hast die Tüte zerrissen. Jetzt sind wir alle voller Nudeln. Tut mir leid, es war ein Unfall. Das wollte ich nicht. Oh Mann, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das kannst du laut sagen. Sieht nicht gerade toll aus. Aber das schmeckt besser, als ich gedacht habe. Nächste Runde. Und Emma zieht schon wieder die Arschkarte. Scheint wohl nicht wirklich ihr Tag heute zu sein. Ein quadratisches Eis, eine runde Wassermelone und ein dreieckiges Stück Chili. Ich muss mich dringend abkühlen. Ich brauche was von dem Eis. Ist das lecker? Endlich habe ich alle Kerne entfernt. Es genießen. Mann, ist das scharf. Ein zweiter Bissen. Okay, es wird langsam besser. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist nicht auszuhalten. Oh Mann, mein Gehirn ist eingefroren. Das ist unmöglich. Du hast nämlich kein Gehirn. Oh, Leute, ich bin wieder zurück. Obwohl, nein, ich glaube, ich warte erst mal. Oh Mann, schon wieder habe ich Pech gehabt. Nächste Runde und diesmal hat Andy Probleme. Ganz eindeutig. Lilly freut sich über ihren Burger. Emma über ihre Maischips. Nachos. Mann, Schnellnudeln und zwar trocken. Da kann man sich ja die Zähne brechen. Mein Burger ist so lecker und saftig. Er zergeht nur so auf der Zunge. Oh Mann, ich glaube, ich habe mein Gebiss verstaucht. Hilfe! Okay, gleich viel, viel besser. Was soll ich bloß damit anfangen? Geht's so vielleicht besser? Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe dich, du Burger. Noch ein Stück und noch eins. Und ihr kommt auch noch her. Und ich habe gewonnen. Wow! Na, endlich bin ich auch mal Sieger. Nächste Runde und wir haben Gleichstand. Eine Torte. Kekse und eine Zwiebel. Ich glaube, der Outsider ist offensichtlich. Lecker. Ich liebe Kekse. Oh mein Gott. Ich liebe diese Runde. Oh, ich habe eine Idee. Zu Emmas Lächeln fehlen ein paar Tränen. Einfach fantastisch.
Oh ja, absolut fantastisch. Ih, was soll das denn? Lilly! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du wirst eh nichts beweisen können. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie man Zwiebeln essen kann, ohne zu weinen. Und jetzt schnell abtauchen. Genau so. Und noch mehr. Die Kekse sind alle und ich habe schon wieder gewonnen. Warum habe ich nur so gelitten? Mann, mir ging es auch nicht viel besser. Von nun an werde ich immer gewinnen. Ihr könnt jetzt gleich aufgeben. Hurra! Dann fangen wir mal an. Meine Lieblingskekse. Ich liebe euch so sehr. Frische Früchte sind immer was Schönes. Das werde ich genießen. Meine Lieblingskekse. Aufmachen und lecken. Und noch mehr lecken. Wie kann man Brot ohne alles essen? Das schmeckt doch ganz und gar nicht. Noch schnell Gas geben. Hurra, ich habe gewonnen. Mann, du hast mir meinen Titel geklaut. Ich glaube, ich habe den Prozess so sehr genossen, dass ich vergessen habe, schnell zu sein. Aber was ist das denn? Was ist los? Ich habe vergessen, dass ich auf Früchte allergisch bin. Ich hätte langsamer sein müssen. Oh Mann, du hast tatsächlich deine Allergie vergessen. Nächste Runde. Lime, etwas Süßes und eine Karotte. Aber Emmy hat nichts dagegen. Sie hat nämlich keine Allergie auf Karotten. Wie ist das sauer? Meine Güte. Ich frage mich, wer sowas mag. Das ist ja unmachbar. Niam, niam, niam. Ich frage mich, wieso ich Karotten so sehr mag. Vielleicht war ich früher ja ein Hase. Oh, wie viel soll ich noch davon essen? Noch ein bisschen. Ich bin fast fertig. Ich brauche was Süßes. Vergiss es, Lilly. Andy wird dir sicher nichts abgeben. Und ich habe auch schon wieder gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles aufgegessen. Schau, aber nicht ganz alles. Das hier hättest du nicht übrig lassen dürfen. Und was kriegen unsere Freunde diesmal? Wow! Lilly, einen Granatapfel, Schokolade für Andy und ein Brötchen für Emma. Scheint, als seien alle zufrieden. Sieht fabelhaft aus. Lecker Schmecker. Ich liebe Schokolade. Wie soll ich das hier aufkriegen? Ich werde noch verlieren. Ich muss Gas geben. Okay, noch schneller. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Sieht nach Gleichstand aus und Lilly verliert. Schau, wie das geht. Frisch gepresster Granatapfelsaft. Das ist das Beste, was du aus der Frucht machen kannst. Genieß es. Und der Geruch erst. Und der Geschmack. Ah.
Danke, Andy. Scheinen alle zufrieden zu sein. Also geht's weiter. Sandwich. Passt perfekt, denn ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ein Stück Salami, was hätte besser sein können? Ich frage mich, ob der Autor dieser Challenge weiß, dass ich Omelette hasse. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gleich viel, viel besser. Was? Honig? Honig? Ich auch. Was ist los hier? Schmeckt das lecker. Na gut, dann probieren wir halt den Honig. Das ist wirklich seltsam. Also, so wirklich tut das nicht schmecken. Was für eine leckere Runde. Unsere Freunde freuen sich total. Ein Lutscher, Sushi und Schokolade. Was hätte besser sein können? Der Kampf kann beginnen. Super Runde. Voll toll. Und das zweite Stäbchen? Ah, okay, das schaffe ich auch so. Sieht aus wie ein Lutscher. Aber wen interessiert das schon? Ich glaube, in dieser Runde sind alle glücklich. Alle scheinen es zu genießen. Ich muss schneller lutschen. Oh nein, ich verliere. Wie konnte ich nur? Oh Mann, ich habe schon wieder verloren. Und wir sind im Finale angelangt. Was wird es diesmal sein? Ein Dessert vielleicht? Gummibärchen? Ein Gelee? Und Pizza. Wow! Die Runde ist ja noch cooler als die letzte. Und nur Andy scheint nicht zufrieden zu sein. Dann wollen wir mal... Ich frag mich, ob man Gelee überhaupt kauen kann. Gar nicht so schlecht. Und ich musste schon wieder was Scharfes bekommen. Schon wieder so viel Chili. Wieso gerade ich? Schneller, noch schneller. Kauen, 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 kauen. Diesmal will ich gewinnen. Ich könnte etwas Eis vertragen. Lilly, Emma, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben. Wie hat er das geschafft? Oh Mann, all mein Leid war umsonst. Einen Applaus für den einzig wahren Sieger. Danke, danke, danke. Was ist das denn? Ist das meine Torte? Mach dir keine Sorgen, meine ist auch so klein. Was für eine blöde Challenge. Mal sehen, womit ich dekorieren muss. Oh wow. Das ist ja bunte Nutella, nicht schlecht. Da ist meine Laune gleich viel besser. Monika, schau mal, wie viele Gläser. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Die sind alle so bunt. Ich nehme die gelbe. Ich werde wohl eine Lupe gebrauchen, um damit zu malen. Aber es scheint doch gut zu klappen. Schau mal, wie schön. Hier kommen noch ein paar Farben hinzu. Oh, das gefällt mir total. Hübsch, auch wenn ich kaum was sehen kann. Schau hin, Monika. Das ist ein echtes Meisterwerk. Sieht doch toll aus. Das war's, jetzt bist du dran. Okay. Dann dreh ich mal mein Rad. Ich krieg Glotzer. Das ist ja super. Was für ein großes Auge. Das habe ich nicht erwartet. Schau mal, Susie, sieht voll witzig aus. Du kommst auf meine Torte. Oh Mann! Du hast es zerquetscht.
Mach dir nichts draus, Monika. Das nächste Mal schaffst du es sicher. Das ist voll traurig. Wenn auch trotzdem lecker. Du Arme, halte durch. Blödes Auge, du hast alles kaputt gemacht. Monika, reiß dich zusammen. Hier hast du einen Spiegel. Warte mal. Bitte sehr. Danke, Susi. Wie sehe ich wohl aus? Gern geschehen. Na, endlich hat sie sich beruhigt. Jetzt aber ran an die Torte. Oh nein, mein ganzes Make-up ist verwischt. Ich brauche mehr Puder. Bloß nicht das. Ich muss niesen. Oh nein. Meine Torte ist weg. Monika, du bist schuld. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Was für ein Fail. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Wo bleiben unsere Torten? Müssen wir erstmal das Rad drehen? Fang an. Erstmal versuchen. Wow, ich krieg KitKat. Da brauche ich gar keine Torte. Wow, so viele Schokoriegel, die kann ich nicht mal abzählen. Ein ganzer Turm. Monika, da hast du ja Glück gehabt. Jetzt bin ich dran. M&M's, was hätte besser sein können? Ich habe Lust auf die Bonbons. Was für eine große Packung. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Aber wo bleiben unsere Torten? Hörst du das? Wow, das ist ja eine Megatorte. Kneif mich, Monika. Ich glaube meinen Augen nicht. Ich glaube, ich träume. Die Torte sieht so appetitlich aus. Ich will sie als erste dekorieren. Komm her. Dein Turm stürzt gleich ein. Hm, das war doch voll cool, nicht wahr? Okay, jetzt aber ran an die Arbeit. Hm, Schokolade. Die sieht himmlisch aus. Ich will die unbedingt probieren. Mann, jetzt kann nämlich nichts mehr aufhalten. Ich will ja nichts sagen, aber du solltest die Torte dekorieren. Oh, was für ein Spaßverderber. Okay, okay, wie du meinst. Ich pack sie ja schon auf die Torte. Sieht übrigens nicht schlecht aus. Ich bin mir sicher, das wird mir gefallen. Sieht doch perfekt aus. Ich bin der geborene Konditor. Tatsächlich voll cool, Monika. Gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich mache unsere Torte noch schöner. Dafür benutze ich natürlich meine M&M's. Ich gebe sie einfach drüber. Na, wenn das nicht hübsch ist. So sieht die Torte noch besser aus als zuvor. Ein echtes Meisterwerk. Du hast recht. Sieht voll fesselnd aus. So schokoladig und so bunt. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich was probiere. Du hast ja die Kerzen vergessen. Schließlich ist die Torte ein Geschenk für mich. Heute ist mein Geburtstag. Oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Monika, heute feiern wir. Was bist du so traurig? Hier hast du einen Papphut. Ich will ihn aber nicht. Ich will die Torte. Aber die gehört jetzt nun mal mir. Schau mal, wie hübsch die Kerzen brennen. Kerzen? Das bringt mich auf eine Idee. Was ist passiert? Ich will einen Schnuller. Du bist ein Jahr alt. Bitte sehr. Aber wein nicht. Lecker, Schmecker. Jetzt kommt sie mir nicht mehr in die Quere. Das geschieht ihr zurecht. Die Kerze brauche ich nicht mehr. Und die Torte gehört jetzt mir. Wow, diese Torten sehen ja toll aus. Ich kann mir sogar schon vorstellen, wie lecker das Design sein wird. Jetzt fang an. Okay, okay, ich mache ja schon. Oh, ich krieg rosa Creme. Toll. Das wird sicher lecker sein. Wow, die ist ja aus Erdbeeren. Ich will sie sofort probieren. Wow, so sanft und süß. Glückwunsch.
Genau. Willst du auch was, Monika? Aber sicher. Vielen Dank. Sieht voll appetitlich aus. Einfach super. Okay, jetzt bin ich dran. Ich drehe das Rad. Gelbe Creme oder grün? Interessant. Ich hoffe, die schmeckt auch. Wo bleibt sie? Da ist sie ja. Sieht voll cool aus. Jetzt ist alles bereit. Es kann losgehen. Ich male damit kleine Cremeblumen. Ja, das mache ich auch. So sehen unsere Torten klasse aus. Gefällt mir total. Aber hier fehlt noch was. Ich habe eine Idee. Lass mal tauschen und weitermachen. Das ist genial. So wird das ja noch bunter. Es klappt. Ich kriege gar nicht genug davon. Schau mal, was für schöne Blumen. Das war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. High five. Und jetzt können wir die Torten genießen. Einverstanden. Ich nehme ein großes Stück. Wow, das ist mega weich. Herrlich. Meine Torte zergeht nur so auf der Zunge. Susie, hier stimmt was nicht. Mein Mund brennt. Meine auch. Was soll das? Feuer! Was war das? Wieso war das so scharf? Ich weiß ja nicht, aber vielleicht war es deine Creme? Wir wissen noch gar nicht, was das war. Vielleicht hast du recht. Lass mal überprüfen. Oh nein, Monika, das war Wasabi. Jetzt ist alles klar. Wie geht's? Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Was für eine schöne Farbe. Voll sanft. Kann ich als Erste drehen? Danke. Oh, ich habe tatsächlich Glück gehabt. Ich krieg Zuckerwatte. Ich hätte auch gerne was davon probiert. Nein, nein, die gehört mir. Und ich werde damit meine Torte dekorieren. Die lässt sich so schön langziehen. Sieht wie Spinnennetz aus. Die Farbe passt perfekt zur Torte. Sorry, Susie, aber wenn du nicht teilen möchtest, muss ich dir eine Lektion erteilen. Etwas Wasser wird deine Zuckerwatte auflösen. Und schon ist nichts mehr übrig. Es kann weitergehen. Was ist passiert? Wo ist meine Watte hin? Monika, du steckst da dahinter. Gib mir sofort das Spray. Hey, was tust du? Halt! Ich bin schon nass. Hör auf. Oh. Du hättest meine Zuckerwatte in Ruhe lassen müssen. Selber schuld. Hier ist noch was übrig. Das kommt auch noch drauf. Das sieht voll schön aus. Gefällt mir total. Als wären das kleine Wölkchen. Schau mal, wie luftig. Jetzt will ich was probieren. Voll schön, ich beneide dich. Ich bin mir sicher, das wird auch lecker schmecken. Mm, die Watte passt perfekt zur sanften Creme und zu dem weichen Kuchen. Ein echtes Meisterwerk. Susie, wie siehst du denn aus? Wow, was für ein großer Schnurrbart. Aber dafür ist er essbar. Und die Torte noch. Hier ist noch viel übrig. Ich wäre gerne an deiner Stelle. Träum weiter, Monika. Von mir kriegst du sicher nichts. Ich kann doch nicht einfach da sitzen und ihr beim Essen zuschauen. Oh, ich kann kaum atmen. Ich bin so satt. Gut. Na, endlich bist du fertig. Ich bin dran. Hurra, ich krieg bunte Streusel. Da sind die ja. Was für ein großes Glas. Mm, die schmecken super, richtig süß. Die kommen einfach alle auf die Torte. Das sieht schon toll aus. Denkst du nicht, dass das schon genug ist? Deine Torte sieht man ja gar nicht. Das ist ein echtes Meisterwerk. Meine Torte sieht noch viel schöner aus als deine. Jetzt aber probieren. Einfach perfekt.
Sie zergeht so richtig auf der Zunge. Als wäre es ein kleines Wölkchen. Die perfekte Geschmacksbalance. Ich krieg gar nicht genug davon. Ich sehe schon, dass du Spaß daran hast. Lass mich auch was probieren. Aber klar, bitte sehr. Du hast mich dreckig gemacht. Mein Gesicht ist voller Creme. Das wirst du mir büßen, Monika. Tortenschlacht. Was hast du angerichtet? Das geht mir aber zu weit. Das macht doch voll Spaß. Übrigens, Rosa steht dir. I'm waiting. Wow, ein Eis. Cool. Awesome. Scheint euch zu gefallen. Ja, lasst uns anfangen. Bitte sehr. Langsam, zu schade. Ich kann schnell sein. Mittelschnell, dann fange ich gleich mal an. Here we go. Nein, ich fange an. Viel Glück, Monika. Willst du vielleicht ein bisschen Gas geben? Nein, das wird nie ein Ende haben. Gib mir den Löffel. Oh, er ist stecken geblieben. Na, mach schon. Es hat geklappt. Was für ein riesiges Stück Eis. Lecker. Lecker. Aber viel zu kalt. Sag, du bist blau geworden. Gar nicht. Ich bin in Ordnung. Das bezweifle ich. Ich weiß, wie wir ihn wieder aufwärmen können. Bitte ein bisschen Feuer. Monika, das ist auch gefährlich. Du hättest hier fast alles in Brand gesteckt. Oh, no. Ich habe eine bessere Idee. Yeah. Ein Föhn, gute Idee. Danke, du hast mich gerettet. Genug Eis für heute. Das brauche ich auch nicht. Jetzt bin ich dran. Ich mach mir eine Waffel. Yeah. Cool. Mal sehen, was daraus wird. Sieht schön aus. Da kommen jetzt mehrere Kugeln rein. Oh, was für ein Meisterwerk. Hier ist noch eins übrig. Das muss ich auch benutzen. Das ist die größte Eiswaffel auf der Welt. Willst du aber probieren? Ich will die Kugel probieren. Und die hier. Und die hier auch. Oh nein, das Ding fällt gleich. Mein Beileid, Susie. Oh. Monika, du bist geblieben. Aber das ist doch gar kein Eis mehr. Ach so, es ist geschmolzen. Monika, pass doch auf. Oh mein Gott. Das war richtig lecker. Das ist Nutella. Glück gehabt. Awesome. Freu dich nicht zu früh. Erst müsst ihr die Karten ziehen. Oh Mann, ich muss schon wieder langsam sein. Ich bin mittelschnell. Schnell, klasse. Worauf warte ich noch? Weg mit dem Deckel. Und mit der Folie auch. Einfach mit den Fingern rein. Das sieht so appetitlich aus. So schokoladig. Zwei Finger sind besser als einer. So viel Nutella. Super. Lecker Schmecker. Dann benutze ich jetzt noch gleich drei Finger. Eine echte Schokobombe. Das sieht ja ekelhaft aus. Ist mir egal. Hauptsache, es schmeckt. Die zweite Hand hätte ich ja auch fast vergessen.
Hör auf, ich kann gar nicht zusehen. Noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Sieht so aus, als wäre das Glas leer. Oh. Gut, dass ich noch was auf den Fingern habe. Hey, mach schneller. Hey. Na, endlich bin ich dran. Schau her, so macht man das. Wo ist mein Löffel? Wobei, den brauche ich nicht. Klasse. Ich will mehr. Ich auch. Wieso kommt da nichts? Das solltest du besser nicht wissen. Das gehört alles mir. Was ist los? Ach so, du steckst dahinter. Dir werde ich noch eine Lektion erteilen. Mein Kopf! Das hast du verdient. Die Nutella gehört mir. Monika, jetzt kommst du dran. Genau, hätte ich ja fast vergessen. Ich lass mir Zeit. What the? Lass dir helfen. So schnell. Danke, Zack. Meine Nerven. Ich kann nicht ruhig zuschauen. Gib her. Dankeschön. Ist ja schön. Na komm schon, mach schneller. Das schmeckt wirklich super. Das reicht, komm. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. So lecker. Hallo Monika, wie geht's dir? Ich bin immer noch an meiner Nutella. Ich hab noch ein ganzes Glas. Klasse. So viele Jahre sind vergangen und nichts hat sich verändert. Oh. Ein ganzer Eimer Skittles. Yeah. Ein Traum. Awesome. Wird ganz schön stickig hier. Die Karte gehört mir. Und ich bin langsam. Nein. Schnell, klasse. Mittelschnell, nicht schlecht. Okay. Lasst uns anfangen. Ich kann ja Erster sein. Ich suche mir nur ein Bonbon aus. Das wird eine Weile dauern. Geht das nicht ein bisschen schneller? Natürlich, Susie. Mein erstes Bonbon habe ich bereits. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will auch Skittles. Wow, Monika hat das schnell gemacht. Susie, mach mit. Gerne doch. Ich bin bereit. Ich sortiere die Bonbons nach Farben. Sieht ja schön aus. Zack, schau her. Oh. Ah, wie auch immer. Ich fange mit den gelben an. Meine Zunge ist gelb geworden. Voll lustig. Yeah. Jetzt kommen die grünen Bonbons. Grüne Zunge, es klappt. Und jetzt orangene Bonbons. Es sind ja noch die roten. Und die lilanen geblieben. Ich habe alles geschafft. Freut mich für dich. Ich kann weitermachen. Hey, wo ist mein Bonbon? Ich versuche ein anderes.
Oh Mann, es ist auch weg. Monika, lass dir helfen. Yeah. Danke, Susie, wie nett von dir. Mach den Mund auf. Ups, das ging daneben. Noch einmal. Ups. Komm her, Bonbon. Oh. Susie, du triffst nicht. Ich hab die Nase voll. Wirf einfach alles gleichzeitig. Na? Danke, es hat geklappt. Sag, wie läuft's bei dir? Gib Gas. Wie lecker. Lass uns die Sache beschleunigen. Los geht's. Susie, das war eine super Idee. Hey, was treibt ihr? Die gehören mir. Monika, mach schneller. Ich muss dem ein Ende legen. Na gut, wir haben genug gegessen. Ihr wolltet mich austricksen? Keine Chance. Sind etwa keine Skittles mehr übrig? Nein, alles nur wegen euch. Sorry, das konnten wir uns nicht verkneifen. Diebinnen. Na, lass uns mal was aussuchen. Hm, hier funktioniert nichts. Komisch. Ich verstehe nicht, wieso. Schau mal nach oben. Das sind ja magische Münzen. Die fliegen uns direkt in die Hände. Voll verrückt. Kann ich anfangen? Natürlich. Also, diese Münze kommt hier rein. Was sollte ich auswählen? Die Qual der Wahl. Oh, ich nehme mir ein paar Pocky. Eine ganze Schachtel mit Zartbitterschokolade. Mann, schmecken die lecker. Ich krieg echt nicht genug davon. Wie lecker. Hä? Hier ist nur noch ein Stick drin? Mann, wieso gehen die so schnell aus? Na okay, das werde ich noch genießen. Was nimmst du dir, Jess? Das werden wir gleich herausfinden. Meine Münze ist drin. Ja, ich wähle mir einen Hubba Bubba. Na hallöchen. Und jetzt wird's Zeit für eine Kaugummiblase. Die ist ja riesig. Oh Mann, jetzt ist mein ganzes Gesicht voller Kaugummi. Und die Packung ist alle. Zu blöd. Und wenn ich ein bisschen schummle? Ich nehme mir einfach eine Schnur und einen Knopf. Das ist eine altbewährte Methode. Das muss klappen. Na dann, es kann losgehen. Leckereien. Kommt mal her. Wir drücken dir die Daumen. Es müsste klappen. Ja, ich habe noch einen Kaugummi bekommen. Und den Knopf habe ich auch zurück. Hey, Jess, das darf man nicht machen. Ha, mein Leben, meine Regeln. Mit diesem Knopf bekomme ich so viel Kaugummi, wie ich will. Mehr und noch mehr. Und noch viel, viel mehr. Das gehört jetzt alles mir? Sei doch bloß nicht neidisch. Wow! Oh ja, jetzt werde ich diesen ganzen Kaugummi kauen. Mann, schmeckt das lecker? Ich krieg einfach nicht genug davon. Und jetzt wird's Zeit für die größte Blase der Welt. Versteck dich, Miley. Ich werde gleich den ganzen Raum füllen. Oh nein, 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 bitte tu das nicht. Tut mir leid, aber leider muss ich das tun. Ups, die Blase ist geplatzt und jetzt kleb ich fest. Oh, siehst du lustig aus? Als würdest du in einem Spinnennetz festsitzen. Oh, neue Münzen. Ich kann es kaum erwarten, sie auszugeben. Kann ich wieder anfangen? Dankeschön. Na, hast du Hunger? Hier hast du eine Münze. Ich hoffe, es kommt was Gutes dabei raus. Oh
nein, bloß nicht die Toxic Waste. Die sind doch mega, mega sauer. Na, ich probiere erstmal ein Stück. Oh, wie sauer. Aber okay, ich kann das schaffen. Ich krieg gleich einen Krampf. Mann, was hast du denn für ein Gesicht? Hättest du doch mal probieren sollen. Ich werde deine Münze gebrauchen. Ich muss sofort was Süßes essen. Ja, ein Snickers ist genau das, was ich jetzt brauche. Komm mal her. Oh ja, jetzt geht's mir gleich viel, viel besser. Und wie soll ich jetzt an meine Süßigkeiten rankommen? Ah, es gibt doch noch die altmodische Art. An irgendetwas muss ich doch rankommen. Ich hab's fast. Oh nein, ich werde reingesaugt. Ups, ich glaube, ich sitz fest. Oh, wow. Das sieht ja cool aus. Tatsächlich. Jetzt kann ich an alle Süßigkeiten rankommen. Ich fange mit diesem Trix an. Oh Mann, schmeckt das lecker. Und jetzt wird's Zeit für ein paar Skittles. Kommt mal her. Mh, wie lecker. Jetzt trinke ich noch eine Fanta. Ich liebe diesen Geschmack. Oh, wie lecker. Und jetzt wird's Zeit für ein paar Marshmallows. Mann, sind die weich. Oh Mann, und ich habe fast gar nichts bekommen. Ich habe alle Süßigkeiten auf einmal. Na, wo bleiben unsere Münzen? Oh, wow. Die kleben an unserer Stirn. Das war nicht gerade nett, aber okay. Der Automat wartet auf mich. Darf ich anfangen? Na, was kriege ich diesmal? Mmh, ein Oreo. Das ist ja toll. Ich liebe diese Kekse. Die haben so eine leckere Füllung. Mmh, ist ja toll. Das liebe ich einfach. Und wo bleibt mein nächster Keks? Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das war richtig, richtig lecker. Na, worauf wartest du? Wirf deine Münze rein. In Ordnung. Der Münzwurf startet. Was kriege ich denn jetzt? Mh, einen Lutscher am Stiel. Der sieht ja toll aus. Probieren wir mal. Ist da etwa eine Kakerlake drin? Wie soll ich sie denn essen? Okay, ich probiere nur ganz vorsichtig den Lutscher. Mh, der schmeckt lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Jazz, hast du nicht Angst, die Kakerlake aufzuessen? Ups, ich habe sie ganz vergessen. Jetzt ist sie in meinem Mund drin. Das war mega eklig. Oh, da kommt sie geflogen. Ah, sie ist auf meinem Kopf. Oh nein, 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 nein. Jetzt will sie mich fangen. Bloß nicht auf meine Füße krabbeln. Ich muss einfach hochspringen. Hier kriegst du mich nicht. Mann, du bist so lustig. Nein! Diese Kakerlake. Na, die ist wohl doch nicht toll. Ich muss auch auf die Maschine hoch. Ich hoffe, die krabbelt nicht hoch. Also, wo bleiben unsere Münzen? Da sind sie ja. Ich will wieder Erste sein. Na, Automat, gib mir was Leckeres. Mh, eine Fanta. Da hast du Glück gehabt, Miley. Hey, wo rollt sie denn hin? Bleib mal stehen. Na also, ich hab dich gefangen. Na, probieren wir mal. Hey, ich krieg die Dose nicht auf. Na, komm schon. Oh, nein. Ganz schön erfrischend, oder? Minno, da gibt's doch nichts zu lachen. Wie auch immer, ich hoffe, dass die Fanta es wert ist. Da ist ja gar nichts mehr drin. Na, das ist ja super blöd.
Oh je. Na okay, jetzt bin ich dran. Was wird denn rauskommen? 1, 2, 3? Ernsthaft? Brokkoli? Was für eine Abscheulichkeit. Blöde Maschine. Nimm das. Und noch mehr. Und noch. Beim nächsten Mal gibst du mir keinen Brokkoli. Was? Das reicht. Ich habe keine Lust mehr auf Brokkoli. Oh nein, er macht einfach nicht Schluss. Was soll ich jetzt tun? All diesen Brokkoli aufessen? Das ist ja blöd. Ach, da lässt sich wohl nichts machen. Ich bin selber schuld. Ich glaube, das wird eine Weile dauern. Oh Mann, das hast du dir aber eingebrockt. Haha, hör auf, mich auszulachen. Na okay, zumindest ist das Gemüse und es hat viele Vitamine. Noch ein kleines bisschen. Upp, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Oh je. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ach, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Hm, wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola.
mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow, da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte, das ist ja so eine Art Sirup. Mmh, Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Mmh, was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich, es ist eine Torte. Ist das köstlich? Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal, müssen wir etwas schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Hm, jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Oh, wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hm, hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Hm, richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh, wow! Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird.